Valmir und seine Schwester Valentina erinnerten sich an die früheren Drohungen ihrer serbischen Nachbarn. Jetzt kamen diese Nachbarn wieder zu ihnen. Fünf Minuten, nachdem wir uns niedergelegt hatten, klopfte jemand an die Tür. Ein Schlag. Ein Mann schrie auf Serbisch: Polizei, öffnen Sie die Tür. Wir kannten die Stimme, es war unser Nachbar. Er wollte uns entweder töten oder uns sonst etwas Fürchterliches antun. In dieser Nacht wurden die beiden gemeinsam mit tausenden anderen ins Sportstadion von Pec getrieben. Es war schrecklich anzuschauen. Die ganze Stadt oder eigentlich nur unsere Hälfte war dort. Alte Leute, Kleinkinder, Kranke, Behinderte. Sie ließen keinen aus. Sie sagten, ihr wolltet die NATO, jetzt könnt ihr dafür zahlen. Am nächsten Tag wurden die albanischen Bewohner von Pec zu Fuß aus ihrer Heimat vertrieben. Ähnliches geschah im ganzen Land. Es war eine systematische Massenvertreibung. Valentina dachte auf der Flucht nur an Rückkehr und Rache. Ich betete zu Gott: Sei barmherzig, lass den Tag kommen, an dem wir ihnen dasselbe antun können. Das Chaos im ganzen Land ergriff auch die Hauptstadt des Kosovo, Pristina. Kaum behindert durch die Luftangriffe der NATO, begann die Polizei gemeinsam mit serbischen Paramilitärs Terror unter der Zivilbevölkerung zu verbreiten und hemmungslos zu plündern. Wir konnten keine UÇK-Angriffe auf die Polizei und die Armee zulassen. Sobald die NATO begann, zivile Ziele zu bombardieren, setzte eine Massenflucht aus dem Kosovo ein. Das begünstigte den Aufbau unserer Verteidigungsstellungen. Bewaffnete Polizeifahrzeuge patrouillierten durch die Stadt. Der Zivilbevölkerung blieb nur ein paar Stunden Zeit, um ihre Häuser zu verlassen. Diese Bilder wurden von einem albanischen Fotografen mit einer versteckten Kamera aufgenommen. Wir versuchten, sie von einer Flucht abzuhalten, manchmal mit Erfolg. Viele blieben im Kosovo und wurden von unseren Einheiten beschützt. Die ganze Welt konnte sehen, dass das eine Lüge war. General Pavkovics Einheiten organisierten in Wirklichkeit die größte Massenvertreibung seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Bilder weckten in vielen Erinnerungen an Nazi-Deutschland. Wir wussten, dass es einige Versuche geben würde, Rache an der albanischen Bevölkerung zu nehmen. Aber wir hatten nicht damit gerechnet, dass es zu einem so massiven Flüchtlingsstrom kommen würde. Von Tag zu Tag stiegen die Flüchtlingszahlen. Die serbische Führung unter Milosevic hatte den Konflikt bewusst weiter eskaliert. Diese Bilder bewiesen eindeutig, dass die NATO ihr Ziel mit Hilfe von Bombenangriffen vorerst nicht erreichte. Wir waren schockiert. Das Team, das den Präsidenten bei seinen Entscheidungen beraten hatte, war erschüttert. Wir hätten nie damit gerechnet, dass so etwas passieren würde. In Washington begannen die gegenseitigen Beschuldigungen. Wie konnte ein Krieg, der so selbstbewusst begonnen worden war, nur so außer Kontrolle geraten? Am 30. März, 6 Tage nach Kriegsbeginn. Krisensitzung im Weißen Haus. Im Mittelpunkt der Kritik Madeleine Albright. Es gab so ein Gefühl, dass sie die Regierung in diese Situation gebracht hatte. Madeleines Krieg, wie er genannt wurde, sah plötzlich nicht mehr so gut aus. Alle von uns hatten gewusst, dass es nicht leicht sein würde. Aber es gab so viele Fehlinformationen, dass wir dachten, es würde nur ein kleiner Militärschlag werden. Mir wurde mitgeteilt, ich zitiere: Mike, du wirst nur 2, 3 Nächte bombardieren, mehr kann die NATO und Washington nicht aushalten.
Sie dachten immer, dass diese Bombenkampagne schlimmstenfalls 12 Tage dauern würde. Dann wäre es vorbei, dann würde Milosevic aufgeben. Sie dachten nie darüber nach, dass er vielleicht nicht aufgeben, sondern dass die Sache eskalieren könnte in diesem extremen Ausmaß. Auch die militärische Führung wurde immer unruhiger. Einige waren der Überzeugung, die NATO würde zu sehr auf die Politiker hören, immer nur den zögerlichsten Mitglied folgen. Das war mein erster Krieg mit 19 Partnern. Es wurde der Begriff kleinster gemeinsamer Nenner verwendet. Er ist vielleicht schon überstrapaziert, aber es gibt keinen besseren. Die Militärs waren sich einig, dass die Notwendigkeit einer ständigen politischen Meinungsbildung die Kriegsführung behinderte. Wenn man beginnt, militärische Mittel einzusetzen, dann sollte man sie so entschieden wie möglich einsetzen. Aber dazu sind prinzipielle Entscheidungen notwendig. Die gab es nicht. Ein Militärbündnis mit 19 Mitgliedern ist aber auch in anderer Hinsicht problematisch. Jeden Morgen berief General Clark eine Videokonferenz ein, um seine Befehle zu erteilen. Er machte sich immer mehr Sorgen über die Geheimhaltung wichtiger Informationen. Die Serben reagierten auf die Bombardements so geschickt, dass es schien, als ob sie nicht nur wüssten, was, sondern auch wann bombardiert werden sollte. Die Serben waren sehr erfolgreich. Sicher versuchten sie herauszufinden, was unsere Ziele waren. Wir hatten einige sehr gute Informationen, aber vor allem waren unsere Voraussagen sehr zutreffend. Und es gab einiges, was geheim bleiben muss, worüber ich nicht sprechen kann. In einigen Fällen hatten wir Hinweise darauf, dass sie Informationen über unsere Ziele bekamen. Bereits einige Monate vorher war aufgedeckt worden, dass Serbien auch im Hauptquartier der NATO Spione sitzen hatte. Belgrad war ein streng geheimer Operationsplan mit den Zielen der ersten Phase der Bombardements zugespielt worden. Wusste Jugoslawien, welche Ziele in der ersten Nacht angegriffen würden? Ich glaube, sie wussten um die Art der Ziele. Und sie wussten genau, was wir nach der ersten Bombennacht vorhatten. Zumindest in einem bewiesenen Fall war ein Operationsplan von einem Offizier im NATO-Hauptquartier an die Serben weitergeleitet worden. Woher wissen Sie das? Der Offizier hat es gestanden. Der Name des Offiziers war Pierre-Henri Bunel, ein Franzose. Die Frage war, gab es noch weitere undichte Stellen? General Clark war davon überzeugt. Wir analysierten alle Indizien dafür, dass die Serben wussten, was wir taten. Daraus erarbeiteten wir einen Plan, wie wir die Geheimhaltung verbessern konnten. Eine interne Untersuchung der US-Luftwaffe nach dem Ende des Kosovo-Kriegs ergab, dass ein serbischer Spion die streng geheimen Flugeinsatzpläne verraten hatte. Der Inhalt dieser Pläne, Ort und Zeitpunkt des Angriffs und Flugweg der Bomber. Clark befahl damals, den Zugang zu den Einsatzplänen auf möglichst wenige Personen zu beschränken. Bestimmte Personen bekamen die Einsatzpläne nicht mehr. Wir beschränkten den Zugang so weit wie möglich. Außerdem ließen wir alles weg, was nicht unbedingt in den Einsatzplänen stehen musste. Am Anfang des Krieges hatten rund 600 Personen Zugang zu den Einsatzplänen. Unter den verschärften Sicherheitsbestimmungen waren es nur mehr 100. Die Untersuchung der US-Luftwaffe ergab, dass ab diesem Zeitpunkt die Trefferquote der Angriffe deutlich stieg. Bis heute konnte allerdings kein Spion enttarnt werden. Unbemannte Aufklärungsflugzeuge, sogenannte Drohnen, fotografierten die Tragödie auf den Straßen des Kosovo. Die schlimmsten Befürchtungen der NATO-Strategen wurden bei weitem übertroffen. Flüchtlingsströme entlang der Straßen. Es war offensichtlich, die Luftangriffe konnten die Massenvertreibungen nicht stoppen. Die NATO stand unter Zugzwang.